Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Livestream von uns. Herzlich willkommen zu The Latest Talk mit Business Punk. Ihr seht schon, hier sitzt nicht Alex, sondern hier sitze ich. Ich bin Michael. Ich sitze auch in der Business Punk Redaktion und vertrete heute Alex, der leider verhindert ist. Alle Leute, die in den letzten Wochen bei uns schon mal eingeschaltet haben, wissen, um was es ungefähr geht. The Latest Talk, wir treffen oder sprechen mit Menschen, die super neue Produkte auf den Markt bringen, Produkte, die man auch erleben kann in irgendeiner Art und Weise und die eben unter anderem im The Latest Store in am Kudamm ausgestellt werden. Und heute haben wir Clothes Friends mit am Start. Die haben auch schon eine Anfrage geschickt und ich hole sie direkt mal rein. Ob das klappt? Hat noch nicht geklappt, aber vielleicht beim zweiten Versuch. Gucken, ob es jetzt klappt. Ja, jetzt klappt's. Hallo? Ja. Ihr seid, ich glaube, die Kamera ist falsch herum. Kann das sein? Ja. Ändert sofort, eine Sekunde. Alles klar, gar kein Problem. Bei euch läuft ja schon richtig was, sehe ich gerade. Sagt einmal Hallo. ihr seid schon fleißig am Feiern im Store am Kudamm, wie genau. Ich sehe. Also jetzt. Sehr cool. Super. Ja, schönen Abend, also guten Abend erstmal euch beide. Schön, dass es heute klappt. Ich freue mich sehr. Ihr habt ja eine App quasi auf den Markt gebracht, mit der Mode vermietet und gemietet werden kann für unbestimmte Zeit, solange man sich das aussucht. Und vielleicht, ihr habt ja auch den Anspruch, eben weil die Modewelt so ein bisschen weniger nachhaltig oder den Ruf hat, so nicht ganz so nachhaltig zu sein, sehr verschwenderisch zu sein, eben Teil dieser Kreislaufökonomie zu werden. Könnt ihr vielleicht direkt am Anfang einmal beschreiben, wie eure App, eure Vermietungsservice quasi Teil dieser Kreislaufökonomie werden soll? Sehr gerne. Also erstmal ein Hallo von unserer Seite. Wir sind Carmen und Sonja von Close Friends. Wir sind heute im The Latest Store vor Ort. Da haben wir unseren ersten Pop-up hier in Berlin. Und wir werden auch für die Zuhörer vom Instagram Live werden die Fragen jeweils kurz so ein bisschen wiederholen, damit auch die Gäste hier bei uns im Store so ein bisschen mitbekommen, ja, was im Talk gerade vor sich geht, und Sie hören dann die Antworten direkt von uns. Und jetzt so zum Einstieg würden wir eben einmal kurz erklären, was ist Close Friends überhaupt, was macht die App und was kann man hier jetzt in Berlin machen. Grundsätzlich, wir sind gelauncht im April mit unserer App Close Friends. Wir sind eine Fashion Rental App zum Mieten und Vermieten von Kleidung, und unser Ansatz ist es, die Circular Economy in die Modeindustrie zu bringen. Und zwar aus dem Grund, dass die Modeindustrie zu einer der umweltverschmutzendsten Industrien gehört, wo man vielleicht gar nicht so Bescheid weiß. Also vielleicht ein Wert, den man sich so mal ein bisschen in Relation setzen kann. Die Modeindustrie produziert mehr CO2-Emissionen als die Flug- und Schiffindustrie zusammen. Und das aus dem Grund, dass einfach sehr viel Ressourcen verbraucht werden für die ganzen Sachen, die immer produziert werden. Man will immer mehr kaufen, es wird immer günstiger. Und wir sagen, hey, es sind so viele Sachen schon hier, die bringen wir einfach in einen Kreislauf und kann man sich untereinander mieten. Auf unserer App findet man Sachen von Kleiderschränken von euch zu Hause, aber auch von nachhaltigen Modeunternehmen, die bei uns Sachen vermieten. Man kann die Sachen so lange mieten, wie man Lust hat, von 2 Tagen bis zu 3 Monaten, sei es jetzt ein Kleid für ein Event wie heute oder auch ein Wintermantel, den man dann danach sowieso nicht mehr anzieht. Und so hat man die genau gleiche Abwechslung, wie man shoppen würde, aber eben auf die nachhaltigste Art und Weise. Und macht sehr Spaß, das jetzt so mit euch zusammen wachsen zu sehen. Und ja, jetzt sind wir hier im Pop-up in Berlin. Also man kann hier die Sachen direkt vor Ort bieten. Man sieht eine Auswahl aus der App und man kann auch direkt die Sachen, die man mietet, in Berlin abholen und hier wieder abgeben. Genau. Ja, das ist super spannend. Also ich habe mir die App natürlich auch vorher einmal angesehen, und das ist ja eigentlich... Einmal runterladen.
Das ist ja wirklich so, wenn man an Secondhand denkt, dann denkt man wahrscheinlich, oder auch an Mieten, Sharing, dann denkt man vielleicht eher an, jetzt bei Secondhand-Stores, super viel an Vintage, was man aus den Thrift-Shops kennt, eben so klassischerweise, was es ja auch in Berlin super viel gibt. Auf der anderen Seite Sharing-Anbieter sind alles Sachen, die jetzt nicht unbedingt die hochklassigsten Produkte anbieten. Bei euch ist das anders, habe ich gesehen in der App. Ich bin auch in Shirts gegangen und habe direkt ein Moschino und ein Gucci-Shirt irgendwie gesehen, was man sich bei euch auch ausleihen kann. Wie wollt ihr das oder wie schafft ihr das quasi, diese Secondhand oder Circular Economy, den Ruf quasi in diese hochpreisige Branche mit reinzubringen? Genau. Also nochmals Frage auch zum Wiederholen. Die Frage war, wie wir es schaffen, quasi Brands eine Plattform zu bieten, sich innerhalb der Circular Economy auch zu positionieren. Und wir bieten quasi mit der App auch von den Preisen her, möchten wir eine wirklich eine Alternative zum herkömmlichen Shopping bieten. Das heißt, es soll so einfach wie möglich integrierbar in den Alltag sein. Und natürlich ist es auch eine Art von Demokratisierung von Mode, wenn ich mir dann, wie du jetzt gerade auch erwähnt hast, zum Beispiel das Gucci-Top mieten kann für einen wesentlich geringeren Preis, den ich mir zum Beispiel nicht mal Secondhand leisten könnte. Und so kann ich natürlich auch teure Marken ausprobieren. Ich kann sie auch selber tragen, was natürlich toll ist dann für den User und für uns natürlich auch schön zu sehen, dass jeder so ja auch einen Access dazu bekommt. Alright. Und ihr, jetzt steht ihr ja schon im The Latest Store. Das heißt, es ist offensichtlich, dass ihr quasi nicht nur eine App habt, sondern eben auch im Einzelhandel quasi vorhanden seid. Wo seht ihr da den Nutzen? Warum nicht einfach nur eine Online-Plattform, wo man sich hin und her schicken kann, die Sachen? Genau, also für uns ist es, also nochmals die Frage erstmal für alle auch hier wiederholen, warum wir uns dafür entschieden haben, auch lokale Stores in den Städten aufzubauen. Für uns ist es einfach total spannend zu sehen, dass das Konzept von Mieten und Vermieten von Kleidung doch noch hier in unserer Bubble das natürlich nicht so oft wahrnehmen, aber einfach was komplett Neues ist. Also vielleicht auch an die Community, die gerade zuhört. Wie oft habt ihr schon Kleidung gemietet? Habt ihr überhaupt schon Kleidung gemietet? Bietet ihr euren Kleiderschrank zum Beispiel an, auch zu vermieten? Ihr könnt die App runterladen und Teil davon werden. Es macht super Spaß und bringt unglaubliche Abwechslung. Aber viele Leute, für die ist es einfach was Neues. Und wenn sie die Experience haben, in den Store zu kommen, Kleidung ja, anzufassen, auch anzuprobieren und dann erstmal in Kontakt mit uns auch treten können, von wo wir das Konzept erklären können, ihnen auch Ängste nehmen können, die sie vielleicht haben, also ob sie, was passiert, wenn etwas kaputt geht, wie geht es mit der Reinigung vonstatten. Das sind halt lauter so Fragen, die oft im direkten Austausch viel besser erklärt werden können. Und so können wir viele User natürlich nochmal auf eine andere Art und Weise abholen. Absolut. Ich hatte auch eigentlich direkt das, was du gerade gesagt hast, als ich mir das angeschaut habe, die Sorge oder die Frage, was passiert, wenn das kaputt geht oder wenn es jemand anders trägt und so weiter. Und das ist dann natürlich super, dass ihr da vor Ort quasi mit dabei seid. Wenn wir jetzt schon über den Einzelhandel sprechen, in dem ihr ja in München zum Beispiel auch hier und da eure Hubs habt, wie sieht denn bei euch die Partnerschaft mit The Latest, mit dem The Latest Store jetzt hier in Berlin aus? Also der Grund auch eben, warum wir hier sind oder warum wir diese Hub-Partnerschaften pflegen in ganz Deutschland oder vor allem jetzt in München gestartet haben und jetzt nach Berlin kommen, sieht so aus, dass wir in The Latest Store halt allgemein, das Konzept ist so spannend für uns, weil sie verschiedene neue Konzepte, sehr innovative Konzepte zeigen, die sich alle auf unterschiedliche Art und Weise für ein besseres Morgen einsetzen, also die wirklich zeigen, hey, es gibt Alternativen, die man ausprobieren kann und man kann hier im The Latest Store halt viele neue Sachen kennenlernen und wir als App hier zu sein, sowohl mit unseren Kleidern, aber auch mit der App direkt auszuprobieren, ist natürlich sehr spannend für uns und man kann, wie gesagt, eben die Sachen hier direkt mieten oder man sagt, hey, ich habe jetzt was von einem Berliner Kleiderschrank gefunden und möchte mir das gerne mieten und ich wohne in Berlin, also warum soll ich es mir schicken lassen? Ich hole es mir einfach direkt hier ab, kann vielleicht in der Zeit auch noch ein paar andere neue Gadgets kennenlernen und habe so das wirklich das Fashion Rental Experience in meinen Alltag gebracht. Also wir sehen uns einfach nicht nur im Digitalen, sondern eben in dieser ganzen Experience, dass es einfach ineinander verschmilzt.
Und jetzt habt ihr natürlich super viel Auswahl an Kleidung bei euch auf und auch Accessoires. Man kann sich ja auch Taschen und so weiter für solche Events, wie ihr das heute veranstaltet, mieten. Aber habt ihr vielleicht auch noch weitere Pläne, vielleicht andere Objekte oder Güter, die ihr gerne auf eurer Plattform anbieten wollen würdet, um sie zu vermieten? Ja, also auch gerade wie wir uns weiterdenken oder was man sonst noch mit Close Friends oder wo das Mietkonzept noch passen würde. Also wir sind ja im Moment gerade sehr daran, eben auch mit verschiedenen Fashion Brands zu arbeiten. Und da ist es natürlich sehr spannend für uns, da wir eine Community-Plattform sind und auch uns auf diesen Fokus setzen oder dass wir uns dahingehend fokussieren, dass wir mit Partnerschaften zusammenarbeiten, die vielleicht nicht direkt aus der Modebranche kommen, aber die sofort auch damit verknüpft sind. Also zum Beispiel mit einem nachhaltigen Waschmittelhersteller, mit dem wir jetzt dann bald kooperieren werden, wo auch wiederum das Konzept vom Mieten ein Teil ist. Oder wir halt zum Beispiel dann unseren UserInnen an die Hand geben können, wie können sie ihre Teile nachhaltig waschen. Und des Weiteren eben auch zum Beispiel mit Accessoireherstellern, die wir wiederum zeigen können und einfach mit verschiedenen Partnerschaften, wo wir sehen, hey, die gehen alle in eine Richtung Zirkularität, wo die etwas bewegen möchten und dass wir da auch offen sind, Experiences zu schaffen. Wir haben jetzt dazu auch eine neue Eventreihe gegründet, Conscious Collab Club, wo wir mit verschiedenen Partnern einfach diese lokalen Erlebnisse auch schaffen möchten, sei es jetzt von einem Yoga-Event bis zu einem Workshop mit unterschiedlichen kreativen Leuten, dass man da einfach das in eins zusammenbringt. Das klingt super spannend. Da freue ich mich sehr, wenn ihr da irgendwie Neuigkeiten am Start habt. Und wir verfolgen das natürlich alles weiterhin. Ich glaube, für heute reicht es erstmal hier mit dem Interview. Wir freuen uns sehr, wenn ihr noch eine Menge Spaß habt da. Und ja, wünschen euch einen schönen Abend auch für alle Für Fälle. alle, die in Berlin zuhören, kommt einfach her. Wir sind noch ein bisschen hier bis 9:30 bestimmt. Gibt leckere Drinks von Laori, auch ein tolles Startup, das alkoholfreien Gin und Negroni macht. Und wir freuen uns, wenn wir euch begrüßen dürfen. Und ansonsten jederzeit auch unter der Woche. Sehr schön. Dann danke ich euch für eure Zeit. Vielen, vielen Dank. Auch die Ciao. Gäste Schönen hier. Abend.